Der Wahnsinn mit den Viertligisten geht tatsächlich weiter. Nachdem Saarbrücken am Dienstag Köln erledigt hat, ist nun Ferl der glückliche Sieger im Elfmeterschießen. Und zwar gegen den Zweitligisten aus Kiel in den blauen Trikots. Aber es geht anfangs gar nicht gut los. 13. Minute Serra mit dem 1:0 für die Störche. Rüseke ohne Chance. Schöckner hatte den U21-Nationalspieler aus den Augen gelassen. 29. Minute Lach mit einer klaffenden Platzwunde. Was war passiert? Er bekam den Ellbogen von Özcan ins Gesicht. Für mich ein klarer Elfmeter. Christoph Günsch, der Unparteiische, hatte es nicht gesehen. Im Achtelfinale gibt es ja dann erstmals den Videobeweis. Wir springen in die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Yildirim, Gelius unsicher und Hecker mit dem verdienten 1:1. 11:8 Torschüsse für den Viertligisten, für die Ferler. Das war mehr als in Ordnung. Und im zweiten Durchgang weiter die Gastgeber. Hecker, nicht der Doppelpack. Gelius dazwischen und nochmal Kurt aus dem Rückraum. Wahnsinn, was die Ferler boten. Der ein oder andere musste ein Foto schießen. Denn die hauten wirklich alles rein. Auch auf Kosten der eigenen Gesundheit. Es ging in die Nachspielzeit. Dann mal wieder was von den Kielern. Mühling an die Latte. Kiels Trainer Werner nicht zufrieden, weil weiterhin der Viertligist die Musik machte. Keine Konditionsprobleme und Häder hätte hier für den Sieg in der Verlängerung sorgen können. So ging's ins Elfmeterschießen. Und das ist natürlich die Zeit für Helden. Brüseke in Erwartung des 9. Elfers gegen ihn, der insgesamt 17. und Neumann verschießt. Wahnsinn! Schöppner, der Mann mit dem Tamponfeuer in der Nase. Jetzt also mit der Möglichkeit, Ferl ins Achtelfinale zu schießen. Und er bleibt cool. Ferl zieht tatsächlich ein in die nächste Runde. Der zweite Viertligist, der es unter die Top 16 schafft. Knapp 4000 Fans feierten danach ihre Mannschaft im Ferler Stadion. Kiel geschlagen. Der Viertligist also weiter dank einer sensationellen Leistung, auch weil Schöppner die Nerven behielt. Man kann also weiter vom DFB-Pokal träumen.